Aus der DDR kam nicht nur guter Sekt und guter Senf, nein, man konnte auch hervorragend kochen. Mein Schwiegerpapa kann es heute noch und von ihm habe ich dieses Rezept, eine Soljanka. Eine Soljanka ist ein Kehraus des Kühlschranks. Alles, was weg muss, kommt in die Soljanka. Demzufolge gibt es auch gar kein Originalrezept von Soljanka. Lasst euch also kein X für ein U vormachen, wenn irgendwo Original Soljanka steht oder Originalrezept einer Soljanka, dann ist das, krass gesagt, falsch. Ich habe gleich 6 Liter Soljanka gekocht, da wird einiges natürlich auch von eingefroren. In diesem Video geht es also darum, wie ich Schwiegerpapas Soljanka nachkoche. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier erstmal die Zutaten, ich lasse sie jetzt wieder durchlaufen, ihr könnt sie aber alle unter diesem Video nachlesen. Kurzer Hinweis, Leccho und Schmorsauerkraut habe ich für die Soljanka frisch gekocht. Zu beidem gibt es aber Videos, die ich euch unter diesem Video hier verlinke. Das mache ich deshalb, damit dieses Video nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Und trotzdem beschreibe ich kurz, wie ich Sauerkraut und Leccho gemacht habe. Als erstes mal steht Schnippeln an, ganz viel Zwiebeln, denn für Leccho, Sauerkraut und später auch für die Soljanka brauche ich Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Für das Schmorsauerkraut werden die Zwiebeln erstmal kräftig angebraten, dann das Sauerkraut dazu und mit Brühe auffüllen. In der Zutatenliste kann man es schon sehen, für die Gemüsebrühe habe ich wieder meine selbstgemachte Gemüsebrühepaste genommen. Hier oben geht's zum Video. Neben der Gemüsebrühe kommen natürlich auch noch Essig, Zucker, Salz, Gewürze etc. dazu. Das könnt ihr aber alles in dem Video sehen. Das Sauerkraut habe ich dann 2 Stunden lang schmoren lassen. Und dann kommt das Leccho dran, ebenfalls wieder Zwiebeln anschwitzen, die geputzten und grob geschnittenen Paprika dazugeben, alle anderen Zutaten dazu, Deckel drauf und dann 30 Minuten köcheln lassen. Und jetzt geht's um die Wurst. Fleischwurst, Jagdwurst und natürlich auch das Kassler werden in Würfel geschnitten. Die Knochen vom Kassler habe ich natürlich nicht weggeschmissen, die kamen mit in das nebenbei schmorende Sauerkraut. Und dann geht's an die Soljanka. Als erstes mal Zwiebeln schälen und schneiden und beiseite stellen. In eine Soljanka gehören natürlich auch saure Gurken. Ich habe dafür meine eigenen Gewürzgurkensticks verwendet. Und die wurden jetzt auch erstmal in Würfel geschnitten. Dann noch Gemüsebrühe vorbereiten und dann sind die Vorbereitungen für die Soljanka soweit erledigt. Jetzt werden die Zwiebeln in Butterschmalz angeröstet und das Fleisch dazugegeben. Knochen und Lorbeerblätter aus dem Sauerkraut herausholen und dann das Sauerkraut ebenfalls mit dazugeben. Kurzer Hinweis, wer Sauerkraut in seiner Soljanka nicht mag, der lässt es einfach weg. Zur Soljanka kommen jetzt Brühe, Leccho und die geschälten und gehackten Tomaten. Dann den Deckel auf die Soljanka und die darf jetzt erstmal 30 Minuten köcheln. Um die Soljanka noch etwas anzudicken und für die Abrundung des Geschmacks kommt jetzt noch Ketchup dazu. Die Soljanka darf jetzt bei geringer bis mäßiger Hitze noch einmal 30 Minuten leise vor sich hin köcheln. Und dann ist die Soljanka fertig und kann angerichtet werden. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.